Hallo und herzlich willkommen zu einem Nähvideo von So Simple. Mein Name ist Sabine und ich zeige dir in dieser Anleitung, wie du einen Saumtunnel in die Seitennaht jedes beliebigen Shirts nähen kannst. In dieser Anleitung nähe ich unser Damen-Raglan-Shirt Montez. Da sind die Schnitte alle für den Tunnelzug schon mit dabei. Ansonsten verwendest du einfach einen 5 cm breiten und 10 bis 20 cm langen Jerseystreifen. Außerdem brauchst du pro Seite einen 2 cm breiten Jerseystreifen, der ungefähr dreimal so lang ist wie der jeweilige Tunnelzug. Ziehe fest an den Enden der Bänder, damit sie sich zu festen Jerseynudeln zusammenrollen. Natürlich kannst du auch jedes andere Band verwenden, zum Beispiel eine Hoodie-Kordel. Als erstes brauchst du die beiden Teile für den Tunnelzug. Versäubere die langen Seiten der Schnittteile und nähe die kurzen Kanten der Schnittteile zur linken Seite um. So sollte das jetzt aussehen. Markiere längs die Mitte der Tunnelzugschnittteile und stecke sie an den Markierungen links auf links mittig auf die Seitennaht. Der Abstand zur Saumkante sollte ungefähr einen halben Zentimeter betragen. Wenn der Tunnel ordentlich positioniert ist, nähst du ihn von der rechten Seite aus fest. Und zwar nähst du genau in der Seitennaht. Beim Annähen des Tunnelzugs kannst du jetzt auch etwas variieren, je nachdem wie breit deine Kordel ist. Wenn du eine schmale Kordel einziehen möchtest, nähst du die Seiten des Tunnelzugs 0,7 bis 1 cm entfernt von der Mittelnaht fest. In diesem Fall kannst du die Längskanten auch noch ein wenig einschlagen oder einkürzen. Wenn dein Einziehband breiter ist, kannst du die langen Kanten auch knappkantig feststeppen. Die Mittelnaht endet genau mit der Stoffkante des Tunnelzugs. Anschließend nähst du die Längskanten des Tunnelzugs in gleichmäßigem Abstand zur Mittelnaht. Auf der ersten Seite habe ich den Tunnelzug jetzt schon vorbereitet, indem ich das Band eingezogen habe. Ziehe das Band auf der einen Seite von unten in den Tunnelzug und führe es auf der anderen Seite von oben wieder nach unten durch. Ich verwende zum Einziehen so eine Durchziehnadel. Ich finde, das geht am einfachsten. Du kannst aber auch eine Sicherheitsnadel nehmen. Also nochmal das Einfädeln. Auf der einen Seite geht das Band unten in den Tunnelzug rein. Ich habe meinen Tunnelzug ein bisschen schmaler genäht, damit das Band nicht so leicht rausrutschen kann. Einmal das Band komplett in die eine Seite ziehen. Die Nadel durchziehen.
Jawohl. Und auf der anderen Seite oben wieder rein. Dann unten im gewünschten Abstand abschneiden. Bei mir sind das ungefähr 10 cm. Und beide Enden mit einem Knoten sichern. Und dann hast du es geschafft. Dein Tunnelzug ist fertig. Du kannst ihn in jedes beliebige Shirt einnähen. Das Schnittmuster für dieses Shirt und viele weitere Projekte bekommst du in meinem Shop bei So Simple. Ich verlinke ihn dir in der Infobox. Du hast jetzt Lust bekommen, noch mehr Anleitungen von mir kennenzulernen? Dann schau dich unbedingt mal auf meinem Blog um. Wenn du magst, machst du die coolen Kids und trag dich auch für meinen beliebten Newsletter ein. Dann bist du direkt im Bilde, wenn ich eine neue Anleitung auf den Blog hochlade. Dieses Video hat dir gefallen? Dann lass mir gerne ein Like und ein Abo da. Wenn du außerdem die kleine Glocke aktivierst, verpasst du auf gar keinen Fall, wenn ich ein neues Video auf meinen Kanal hochlade. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Deine Sabine von So Simple.